Hey, I'm on top, really I'm on top. Yeah, whole crew on top, really we on top. Swallow your pride, there's nowhere to hide. What would you decide when it's on the line? Would just do or die? Would you compromise? Or would you stand through the storm and roll with the tide? Would you be the one to fight or the one to hide? You can never touch the sky, you don't try to fly. Rocky roads, but we stayed unshakable. Been through it all and we still unbreakable. Gespürt bei diesem Event, was ich vorher noch nie gespürt habe, nämlich diese Energie in euch. Und das meine ich jetzt nur, dass es nur ein Hype war bei dem Event selber, sondern ich habe dann wirklich gesehen, was in euch entstanden ist. Oder in vielen von euch sind dort entstanden. Jetzt haben wir erst die Olga im Live-Video drauf gehabt. Die hat damals eine Karte gewonnen für das Success-Event 2019 in der AVL Listhalle, also da gegenüber. Und ist jetzt Ruby-Partner. Also das heißt, Wahnsinn, welche Visionen da kreiert worden sein bei diesem Event. Und deswegen sage ich euch immer, Leaders are born at Events. Und es ist so wichtig, bei den Events dabei zu sein. Motivierendes Wording annehmen. Ich habe jetzt vor kurzem erst mit der Andrea darüber gesprochen, wie wichtig dieses Wording eigentlich ist, was man untereinander im Team weitergibt. Also ich wünsche mir, dass das nächstes Jahr wieder so wird. Das wird sein, aber ich sage so, wenn man das jetzt ein bisschen vergleicht und man holt das Positive rauf, ich meine, wir brauchen glaube ich jetzt nicht diskutieren, alle, die da sitzen, alle, die da zuschauen, wissen, dass wir definitiv aus dieser Situation gewachsen sind, ich werde es dann später noch mehr sehen, mehr als gewachsen, neue Erfahrungen gesammelt haben und genauso wieder mehr wertschätzen wissen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Ich habe nur gesagt, die meisten kommen wegen dem Geld. Aber auch die meisten bleiben deswegen, was Network Marketing ausmacht. Das sind die Freunde, das ist das Zusammenhalt, das ist die Recognition, das ist die Anerkennung. Das ist wo wollt ihr hin? Was wollen wir jetzt mit dieser Zeit machen? Wollen wir Trübsal blasen? Wollen wir alle die Hände in den Kopf und die Beine hoch auf der Couch und warten, bis irgendwann jemand sagt, oh, jetzt ist alles wieder gut und macht weiter wie zuvor? Heute reden wir leicht. Lediglich in unserer Organisation für Positivität gesorgt. Wir haben geschaut, dass jeder seine Ziele weiterverfolgt und egal was kommt in unserem Leben, unsere Aufgabe ist es, voranzugehen, nicht zurückzublicken. Und es war schon Corona, es ist schon passiert, die Quarantäne war schon ausgesprochen. Das Beste, was wir tun konnten, war voranzugehen. Und das haben wir getan, Schatzi. Das haben wir dann. We don't fold, won't take no. We don't slow down, we don't go. Shaking no, we are in control. Come on, let me know. Hustle's all I know, we be on it. Really, we be on it, working hard, cause my opponents, I won't let them get a moment. I ain't flexing, I ain't bragging, I ain't boasting. But when it come to greatness, man, I swear that we the closest. All it took was hard work. Life give you a hand, better make them cars work. Now we pressing buttons just to make the cars work. Took a little time, but it paid off. Thankful, could either be a boss or being laid off. Oft genug sein und man kann dich nicht oft genug daherholen, weil du wirklich eine riesige Inspiration bist und das so Team Elite, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist nicht einfach, ja, Team Elite, das ist wirklich die Spitze unseres Vergütungsplans und es gibt wenige in Europa, die diesen Titel haben, wirklich, und das muss man sich immer bewusst machen und du hast es in so kurzer Rekordzeit geschafft. Mit Katharina, was würdest du jetzt da allen mitgeben da draußen? Es ist echt nicht der Titel, es ist echt, wie ihr immer sagt, es ist so krass zu sehen, wie viele Menschen da angesaugt werden. Es ist so schade, dass man gar nicht mehr jeden Einzelnen mitbekommt, aber man merkt halt immer, da gibt es wieder neun, da gibt es wieder neun, da gibt es wieder neun. Und ich freue mich schon, wenn Corona vorbei ist, und dann gehe ich mit jedem mal, keine Ahnung, mag man sich irgendwie halt wieder verbinden. Schmusen. Ja. Na, einfach die Menschen wieder da mit reinholen. Und man weiß dann genau, man tut ihnen was sehr Gutes, weil sie einfach ein schöneres Leben leben können dann. Sondern wir sind alle selbstständig und wir helfen einander einfach in der Selbstständigkeit wieder zum Wachsen und groß zu werden. Und ich finde, wenn man da jedem wieder so ein bisschen auf der Augenhöhe begegnet. Ich habe letztens mein Business-Video, mein allererstes angesehen. Ich habe dann die Katja angerufen, oder wir haben telefoniert. Ich habe gesagt, das ist zum Boden schämen, wirklich katastrophal. Ich werde das nicht mehr. Dann wusste ich genau, das ist bauchfrei, viel zu kurz, mein Ranzen hängt raus. Aber das ist besser, weil, warum? Sie schaut natürlich besser aus, dann wie ich, wenn ich mit dem Outfit gehe. Und ich glaube, das habe ich am Anfang halt auch gemerkt. Ja, was machst du denn da jetzt? Machst du jetzt auch noch auf Instagram oder Blog? Und dann denke ich mir, ja, warum?
Die verdienen alle Haufen Kohle, also wieso nicht? Ich habe gerade letztens eine Nachricht bekommen, soll ich das jetzt wirklich so ernst nehmen, was der in der Academy geschult wird, oder kann ich das auch anders machen? Muss ich das genauso machen oder kann ich das auch anders machen? Und ich sage, nein, du machst es genau so, wie es in der Academy geschult wird. Kannst in keinem dieses Feuer entfachen, wenn es halt selbst in dir nicht brennt. Und das ist genau das, wo ich jetzt immer den Mädels sagen kann, mit denen ich zusammenarbeite, mach den Fehler nicht wie ich, weil ich bin das auch. Swallow your pride, there's nowhere to hide. What would you decide when it's on the line? If it's do or die, would you compromise? Or would you stand through the storm and roll with the tide? Would you be the one to fight or the one to hide? You can never touch the sky if you don't try to fly. Rocky Rose, but we stayed unshakable. Been through it all and we still unbreakable. Es ist so viele wunderschöne Frauen, die ich neben mir habe, definitiv. Also ich würde es jetzt nicht ändern wollen, aber wie ist es so, wie kann man sich das jetzt so vorstellen, so erfolgreich, wie du jetzt mittlerweile bist, wenn man sagt, okay, wie ist es, wenn der Partner oder die oder du plötzlich Ziele, Visionen hast und sagst, ich weiß, das ist es, Volkan. Ganz klar, ich wusste, ich gehe den Weg da hoch und ich will ihn auch nicht mehr runtergehen. Und wenn der Partner halt erst da ist und da noch nicht mit hochgeht, dann lohnt es sich definitiv einfach, da wirklich einmal stehen zu bleiben und zum Kämpfen. Und das ist mir einmal ganz wichtig, ich habe das immer wieder, ich habe es jetzt in meiner Story erwähnt, du bist verantwortlich, dir die Informationen zu holen. Du kannst aber selbst dann, wenn ich 3 Tage nicht zurückgeschaut habe, dann fahren. Oder dann schreib noch einmal. Ihr müsst es euch selber holen und das ist so wichtig. Deswegen glaube ich, dass ihr das wirklich euch zu Herzen nehmt. Man kennt es nicht umsonst, sitzen diese wunderschönen Damen, Ladies, Frauen auf diesem Bing Table für diese unfassbare Diskussion. Und jetzt gehen wir eine 10-minütige Pause. Für way behind, now you need the line. Yeah, I think it's time, it's your time to grow. Been a star from the start, now it's time to show. Say you working hard, well let's work some more. Say you on your job, time to let them know that you can't be stopped. You will not flop, give it all that you got, so you stay at the top. The Big B for the category Rising Star goes to Cynthia Perez! Und dann kam die Quarantäne und das war für mich eigentlich das größte Geschenk, denn da entwickelte sich einfach die Zeit und die Kraft dadurch, dass wir wirklich zu Hause bleiben mussten, indem ich mir mein Business aufbauen konnte. Gemacht hatte, in dieses Business einzusteigen, ich glaube, das war das Beste, denn ich bin auf sie zugegangen und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und für alle, die jetzt zuschauen, die gerade neu sind oder auch schon länger dabei, ich finde, egal wo wir heute stehen, egal wie weit wir sind, alle, die heute hier zuschauen, gehören für diese Entscheidung erstmal beglückwünscht. Wir haben tagtäglich so viel Input, wir haben diese geile Academy, wir können jeden Tag die Entscheidungen treffen, die uns dann künftig, wer weiß, wohin bringen, denn in diesem Business gibt es, wie wir alle wissen, kein Limit. Euer aller Zukunft und auch meine beginnt heute und beginnt mit den Entscheidungen, die ihr ab heute trefft. Das erste Mal, mir steigt Gänsehaut auf, ich bekomme Herzklopfen, mir schießen die Tränen in die Augen und es ist um mich geschehen. Und genau das sind Emotionen, es sind echte Emotionen von echten Menschen mit unterschiedlichstem Background und jeder darf aber so sein, wie er ist. Das ist das Wichtigste, wir sind alle unique. Und trotzdem sind wir gemeinsam. Wir halten zusammen, ziehen an einem Band. Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir weinen zusammen, wir lachen zusammen. Und wir sind einfach eins, obwohl wir uns teilweise noch nie persönlich gesehen haben. Und das ist einfach Magic. Das sind Emotionen pur. Das ist Big B. Ich bin so dankbar. Vor allem, dass ich da heute stehen darf. Ich bin Kathi und Michi so dankbar für das, was ihr geschaffen habt mit Big B. Mir und meiner ganzen Familie, es hat sich so viel verändert. Meinen Kindern, sie sind mein Antrieb, sie sind jeden Tag mein Antrieb. Und ja, mit 4 Kindern ist es anstrengend. Und ja, ab und zu würde ich mir denken, ich würde gern eine Stunde länger schlafen können oder mehr schlafen können, aber sie sind mein Antrieb. Und oder besser gesagt, an alle bedanken, an das komplette Pigby-Team,
an dich, Katrin, und an dich, Michi, für dieses unglaublich unschlagbare, tolle Konzept, was so viele Leben verändert hat bis jetzt schon und so viele Menschen verändert hat, von meiner Einstellung, vor allem auch zu mir selbst, hat sich so unglaublich viel verändert. Das sind einfach so unglaubliche Emotionen, die man sonst nicht mit hier haben könnte. Über seinen eigenen Schatten zu springen und zu denken, ist total egal, was andere denken. Und ich weiß auch, wer es vielleicht belächelt, aber who cares? Sollen sie es nachmachen, würden sie es dann wahrscheinlich eh nicht machen. Hey, I think it's time, it's your time to grow. Been a star from the start, now it's time to show. Say you working hard, well let's work some more. Say you on your job, time to let them know that you can't be stopped. You will not flop, give it all that you got, so you stay at the top. I spent so many nights just thinking how you can go on. And I grew strong. And I learned how to get along. And so your face, from my face, I just want to fuck you. And you know that I'm on my way. I should have had this all along. And you can't believe me. I had a number of people that get to me. Back to my feet. Merkt ihr, was hier los ist? Das sind The Pigbees.